Ja, hallo, ich begrüße euch zu dem Longplay-Video zu Imperium Galactica. Ich werde jetzt mal ein neues Spiel anfangen und euch zeigen, wie das Spiel so ist, Willkommen bei Imperium Galactica. wie die Story aufgebaut ist und wie die Spielfunktionen sind. Das wird, an Anfang ist das ein sehr spannendes Spiel, allein für die Geschichte und so. Aber im späteren Verlauf ist das Spiel sehr langatmig. Ich habe das Spiel schon einmal zu Ende gespielt, deswegen werde ich jetzt statt normal mal schwierig nehmen. Jetzt kommt erstmal mein erster Auftrag, also es wird ein Intro abgespielt, also bis gleich. Sie haben mich rufen lassen, Colonel? Ah, Lieutenant, gut Sie zu sehen. Zu Ihrer Verfügung, Sir. Der Militärkommandant des Planeten Achilles wurde bei Kampfhandlungen getötet. Sie haben hiermit den Auftrag, das Gebiet dort vorübergehend zu sichern. Der Planet Achilles befindet sich schon seit geraumer Zeit im Kriegszustand. Und mehr als die Hälfte der Kolonie wurde zerstört. Ihr Auftrag lautet, bauen Sie die Kolonie wieder auf und bewahren Sie den Frieden. Ich bleibe zwar Ihr Vorgesetzter, doch Sie sind auch den Gouverneuren der drei Planeten im Sektor verantwortlich. Irgendwelche Fragen? Nur eine, Sir. Wann genau muss ich los? Sie haben 4 Stunden, um Ihre Sachen zu packen. Das Transferschiff wird in Ladezone G5 auf Sie warten. Viel Glück. Danke, Sir. So, jetzt stelle ich hier erstmal die Zeit auf Pause, um euch ein bisschen was zu erklären. Vielleicht ist es den einen oder anderen aufgefallen, dass ich das Spiel über DOSBox spiele. Weil ich Windows 7 drauf habe, ist es nicht möglich, das Spiel andersweitig zu starten, aber so geht es natürlich auch. Bei den Intros ist es natürlich so, dass unten dann kurz ein bisschen was von der Leiste weggeht, aber das macht ja nichts. Okay, dann erkläre ich euch hier erstmal was. Hier kommt man auf die Nachrichten, die man bekommt. Die Nachricht, die ich senden kann, ist, ob jemand Verstärkung braucht. Nein, nicht jemand, sondern ich, dass ich Verstärkung brauche. Aber das gibt es nur zu bestimmten Aufträgen, die Verstärkung. Dann gibt es hier einmal die Oberfläche, die Sternenkarte und natürlich die Infos. Ja, Ausrüstung. Im späteren Verlauf kommen noch ein paar andere dazu, wie Forschung und Produktion. Privatkabine. So, das ist meine Privatkabine. Hier ist mein Datencomputer. Privatkabine. Da kann ich die Informationen über die Aliens abrufen. Was man hier sieht. Ich klicke mal alle durch. Ihr könnt ja das Video kurz anhalten und euch das durchlesen. Die Garfox, das sind meine Hauptgegner in dem ersten Teil des Spiels. Ja, das ist dann auch mein Ziel, denn ihre Planeten zu erobern und somit den Krieg gegen die zu gewinnen. Das ist die Schiffskarte, ist nicht viel los, weil mein Schiff hier noch relativ klein ist. Hier kriegt man die Hilfen über Raumschlachten und so weiter. Dann gehen wir mal auf die Sternenkarte. Sternenkarte.
So, hier sieht man die Sternenkarte. Das sind die drei Planeten, die ich beaufsichtigen soll. Und das ist meine Flotte. Ein Zerstörer, drei Jäger. Achilles ist der Planet, der ständig angegriffen wird. Wie man sieht, die einen oder die anderen, die das Spiel kennen, hier fehlt ein Koloniezentrum. Das werde ich aber zu Anfang noch nicht bauen können, weil es relativ teuer ist. Man sieht hier 40.000 Kredits kostet, so 15.000 habe ich. Ja, das ist jetzt die Bedieneroberfläche auf dem Planeten. Da kann man den Radar ausschalten und diesen bauen auch, damit man mehr Platz hat zum Bauen, wenn es einem im Weg ist. Kolonieinformation. So, hier sind die Kolonieinformationen. Da sieht man, dass der Wohnraum so viel wird benötigt und wohl ist vorhanden. Das ist am Anfang auf Achilles sehr schwer, weil sehr viele Leute dort wegsterben werden, weil man einfach die Bedürfnisse nicht erfüllen kann. Kolonie. Deswegen werde ich das Fertighaus erstmal auf Reparatur klicken und das Atomkraftwerk auf. So. Sternenkarte. Wie bei jedem Strategiespiel ist es natürlich wichtig, Ressourcen oder beziehungsweise Geld anzuhaufen. Kolonie. Deswegen werde ich hier erstmal anfangen, Gebäude. Einen Händlerraumhafen zu bauen. Der gibt mir 600 Kredits pro Tag. Kostet zwar 10.000, aber das Geld ist nach 12 Gebäude. Tagen oder so, ist das wieder drin. Auf dem Planeten, Kolonieinformation. Baue ich jetzt auch eine Farm hin, weil bei 5.000 ist die Grenze und 4.800 wird gebraucht. Also es ist ja sehr simpel, dass ich jetzt schon baue, damit die Bevölkerung konstant weiter wachsen kann. Sternenkarte. So. Auf Naxos kann ich jetzt gerade noch nichts bauen. So, wie man hier sieht, sind ein paar andere Spielstände von mir. Am Anfang gucke ich mir die Steuerinfos natürlich an. Dann werden wir gleich mal das Spiel speichern. So, dann fangen wir mal an. Einfach mal die Zeit laufen, mal sehen, was passiert. Nachricht auf die Brücke. Ah, sieht man, der erste Piratenüberfall. Brücke. Wir stehen unter heftigem Beschuss. Kommen Sie sofort! So. Sternenkarte. Dann werden wir gleich mal das Piratenschiff abfangen. Weil es ist auch meine Aufgabe. So, das ist mein Geld, das ich bekomme. Handelseinkommen. Das ist für die Händlerraumhafen und Banken gedacht. Produktionskosten, Forschungskosten kommen später. Und Reparaturkosten, das sind die Kosten, wenn ich Gebäude repariere. So, man kann die erstmal auf Pause stellen. Man kann die natürlich auch zum Rückzug auffordern. Was sie aber meistens nicht machen werden, wenn sie in Überzahl sind. So. Ein bisschen Micro kann man hier auch machen. Wenn wir hier den Jäger mal den Beschädigten einfach mal hier rumfahren lassen. Rumfliegen lassen. Ah, jetzt geht's auf meinen Zerstörer. Das ist gut, weil der braucht so lange. Kurze Erklärung zu dem Intersafe, deswegen habe ich mal auf Pause gestellt. Da kann man die Befehle für die Schiffe geben. Hier hat man die Informationsstatistik über Feuerkraft, Verlust und Einheiten. Bodentruppen auch. Hier hat man die Schiffsinfo, aber sieht man, wie viel Schaden und so weiter das Schiff hat, was es drin hat. Hier ist das Chatmenü. Da unten kann man, wenn man ein bisschen Langeweile hat, später im Verlauf kann man sich ein paar Videos anschauen. Sind ganz nett, aber sind natürlich irgendwann immer die gleichen und irgendwann ist es langweilig. Aber der Kampf ist besiegt, geschafft. So. Das ist natürlich nicht gut, dass ich keine Belohnung kriege, weil den Powerschub an Anfang mit ein bisschen Geld oder so, der ist ganz gut, den man manchmal bekommt. Schauen wir mal auf den Planeten hier. Das jetzt ist. So. Wie man hier sieht, dieses Elektrozeichen bedeutet, dass das Gebäude keinen Strom hat. Aber das dauert natürlich, bis das Atomkraftwerk repariert ist. Kolonie. Kolonieinformation. Hier kann man auch auf Kolonieinformationen gehen. Planeten. Hier hat man die Übersicht über die Planeten, Flotten, über die Flotten. Gebäude.